Assalamu alaikum, marhaban, guten Tag an euch allen, meine lieben Freunde und Geschwister. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt fleißig geübt, sodass wir mit unserer neuen Folge starten können. Dharf, Makan, wa Zaman. Diese Buchstaben sind eine Mischung von Adverben und auch Präpositionen und sind von der Bedeutung aus auch fast so ähnlich wie die Präposition bei Ism al-Majrur, den wir vorher erklärt haben. Damit müssen wir achten, dass beim Harf Jar der Name danach Ism Majrur genannt wird und einen Kessra bekommt, aber hier der Name nach dem Sarf Mudaf Ilayh genannt wird, aber auch einen Kessra am Ende bekommt. Die Sarf sind zwei: Ort, nachdem man mit Aina, wo fragt, und Zeit, nachdem man mit Meta, wann fragt. Und hier einige von ihnen. Waqafa al-Ta'iru فوق الشجرة. Der Vogel stand auf oder über dem Baum. Man könnte auch على الشجرة sagen, aber dann würde الشجرة اسم مجرور werden. Habt ihr den Unterschied verstanden? Den nächsten Satz solltet ihr lieber nicht einem Mädchen sagen, die Katzenallergie hat. القطة تحت الكرسي. Die Katze ist unter dem Stuhl. Subhanallah. Denn sonst schreit sie und lässt Tisch und Stuhl alles fallen. Achtet hier auch, dass man den Sarf in der Jumla al-Fa'liya als auch in der Jumla al-Ismiya benutzen kann. Männer sind manchmal so blind, dass sie nicht sehen können, was vor ihnen ist. Dann muss man eben At-ta'amu amamaka sagen, was das Essen ist vor dir heißt. Hier haben wir den Mudaf Ilay als Pronomen, also Damir, erwähnt und ihn mit dem Sarf verknüpft. Das nächste Beispiel: Al-Madrasatu Yamin al-Mal'abi. Die Schule ist rechts vom Spielplatz. Al-Madrasa ist Mubtada Marfu'. Yamin ist Sarf Makan Mansub. Al-Mal'ab ist Mudaf Ilay Majrur. Ganz einfach, oder? Das nächste Beispiel: Al-Mustashfa Yasarul Mahalli. Das Krankenhaus ist links vom Laden. Yasar ist Sarf und Mahal ist dann Mudaf Ilayh Majrur. In Europa erklärt man den Weg zum Beispiel mit einer Bahn in der Nähe, also ich wohne in der Nähe von S-Bahn so und so. In arabischen Ländern sagt man, ich wohne in der Nähe von dieser Moschee. Manchmal. Wie Beiti Khalf al-Masjidi. Mein Haus ist hinter der Moschee. Khalf ist Sarf und Masjid ist Mudaf Ilayh Majrur. Und ich versuche inshallah in Kairo einige Adhans, die hier rezitiert werden, aufzunehmen und sie im Instagram zu legen, damit ihr sie hören könnt. Jetzt kommen wir zu Sarf Zaman. Also, Sarf der Zeit. Ra'aytuka yawm al-Khamis. Ich sah dich am Donnerstag. Ra'aytuka alleine hat drei Bausteine. Fi'l, fa'il, dann maf'ul bihi. Also das Verb, Substantiv und Objektiv, Akkusativ. Yawm, der Tag, ist Sarf Zaman. Sarf Zaman. Und Al-Khamis ist der fünfte, ist Mudaf Ilayh Majrur. Also die Tagen der Woche sind öfters Zahlen. Man sagt Yawm al-Ahad, Yawm al-Ithnain, Yawm al-Thulatha, al-Arba'a, al-Khamis. Also der erste, der zweite Tag, der dritte Tag, der vierte Tag. Nur bei Jum'a, Freitag, da sagt man Jum'a. Also der fünfte Tag ist dann gleich Donnerstag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder mal vorbei. Abonniert unseren Kanal, teilt ihn, schreibt uns eure Meinung und ma'assalama. Assalamu alaikum, euer Bilqalam.